Hallo ihr Lieben, und zwar gibt es eine ganz, ganz tolle Neuigkeit zu verkünden von mir. Und zwar ist mein neues Buch raus, und zwar Workshop Zeichnen. Hierbei handelt es sich nicht um ein klassisches Buch, sondern um eine Mappe, ja, um eine Zeichenmappe, die man hier einfach so aufmachen kann. Ich zeige euch das hier mal gleich. So, und in dem heutigen Video wollen wir nämlich ein Motiv, was nicht im Anleitungsbuch ist, aber mit den Materialien quasi zeichnen. Und ihr könnt ganz einfach mitmachen. Was ihr dafür braucht, ist einen weißen Stift braucht ihr dafür. Der hier ist in meiner Mappe mit drin. Das ist ein Original Faber-Castell Stift in Weiß und einmal schwarzes Papier. Das Praktische in dieser Mappe ist nämlich, dass es auch gleich mit bei ist. Na, also wir haben hier drei Bögen braunes, drei Bögen graues und drei Bögen schwarzes Papier sind schon mit. Das ist halt das Tolle an dieser Zeichenmappe, dass man wirklich direkt loslegen kann. Und ich nehme mal hier das schwarze Papier, lege das einmal beiseite. So. Und wir werden hier diesen Wal einmal gemeinsam zeichnen. Und ich zeige euch, wie wir das machen können, mit dem weißen auf Schwarzstift. Dieses Motiv ist nicht als Anleitung mit dem Buch drin. Das heißt, wenn ihr euch das Buch kauft, dann haben wir quasi noch kein Motiv zusammengezeichnet, sondern ihr habt dann immer noch einfach alle Motive, die ihr einfach nachzeichnen könnt. Wie ihr seht, hier ist zum Beispiel eine Rose. Wir haben auch den Heißluftballon, den wir mit Bleistift und mit weißem Stift machen. Also es ist ganz unterschiedlich. Wir zeichnen zum einen manchmal mit Weiß, manchmal mit einem normalen Bleistift. Und dann gibt es dieses Anleitungsbuch dazu von mir. Und ich zeige euch das hier mal ganz kurz. Hier sind ein paar Motive drin. Ein buntes Motiv ist drin und ansonsten, ach so, Feinliner haben wir noch mit drin. Hier die Kamera zum Beispiel, das ist ein Feinliner-Motiv. Und ansonsten mit Bleistift oder dem weißen Stift. Na, da könnt ihr natürlich auch alle Motive, die mit Bleistift gezeichnet sind, die könnt ihr auch direkt mit dem weißen Stift auf schwarz zeichnen, wenn ihr das wollt. Und den Link zu meinem neuen Buch, den findet ihr dann in der Infobox. Ich möchte ja mit euch diesen Wal hier einmal zeichnen. Das ist hier, ne, der Wal, das Tier an sich. Und dann haben wir hier die Schwanzflosse, das sind dann Blümchen und Blätter. Und bevor wir aber direkt auf dem schwarzen Papier loslegen, möchte ich euch einmal zeigen, wie wir quasi diesen Wal erstmal in ganz einfache Form runterbrechen, dass wir von dort aus dann ein bisschen einfacher in unser Motiv steigen können. Ihr könnt dann mit dem Bleistift, das ist dann schwer zu sehen, deswegen zeige ich euch das auf weißem Papier. Ihr könnt es dann gleich auf einem schwarzen Papier auch machen. So ein bisschen, wenn man gutes Licht hat, kann man auch so Bleistiftlinien auf dem schwarzen Papier sehen. Und dann starten wir, nachdem wir unsere Grundform gezeichnet haben, mit dem weißen Stift dann los. Und zwar der Wal, der ist hier so abgerundet. Das heißt, ich habe hier so im Bauchraum, habe ich hier so eine Rundung. Und dann sieht es aus wie so eine große Bohne, würde ich mal sagen. Böhnchen sind ja auch so ein bisschen rund mit so einer Delle. Ja. Und dann haben wir hier noch die Schnauze. Da machen wir auch ein Oval. Und das Oval, das ist so ein bisschen, das ist länglicher. Und wie bei einem Ei ist das an einer Seite ein ganz klein bisschen spitzer. So. Und dann haben wir hier auch nochmal ein Oval für unsere Flosse. Und dann mache ich mal hier noch zwei Ovale. Die werden ja dann im Prinzip nicht die Flosse, sondern unsere Blätter. Und hier haben wir dann auch noch ungefähr an der Stelle, also ungefähr in der Mitte hier, nochmal eine Flosse, auch als Oval dargestellt. Und hier sieht man nur noch einen ganz kleinen Teil der Flosse gegenüber. So, das war's schon. Was wir jetzt noch machen können, ist zum Beispiel hier einmal schon den Mund, also die Öffnung hier einmal reinzeichnen. Mit dem weißen Stift starte ich jetzt los und zeichne mir erstmal ganz leicht, immer so mit wiederkehrenden Strichen, hier einmal meinen Bogen. Ne, das ist hier so der Bauch des Wals. So. Hab dann hier so ein bisschen Platz, weil da dann gleich die Flosse hinkommt. Und gehe hier hoch in das Schwänzchen. Den mache ich aber, also die Flosse, das Schwänzchen, die lasse ich dann aber hier ungefähr so stehen, weil ich dann statt der Flosse im Prinzip meine Blümchen zeichne.
Dann habe ich hier so die Schnauze. Und dann verbinde ich hier meinen Wal und gehe hier zur Schwanzflosse einfach ein bisschen schmaler zu, ungefähr so. Hab dann hier die hintere Flosse und die ist dann hier so ein bisschen eingeknickt, ungefähr so. Die Flosse zeichne ich jetzt hier auch ran. Hier ist so ein Bogen auf der äußersten Seite. Und dann die innere Seite, die macht hier so einen kleinen Schlenker. So, aber es geht auch nicht darum, dass es 100% naturgetreu sein soll, ne? Sondern uns geht es ja auch ein bisschen um den Spaß an der Freude und ums Üben. Hier die Schnauze. Die wird ungefähr so reingezeichnet. Die ist jetzt hier ein bisschen gerade. Also man kann die hier noch einen kleinen Schwung geben. Na, das ist jetzt unsere Grundform des Wals, die ich mir jetzt hier gezeichnet habe und starte jetzt hier. Ich möchte gerne, deswegen mache ich das als erstes, die Flosse als so Blätter zeichnen. So. Dass ich hier schon mal die Richtung habe und von dort aus dann die weiteren Blätter und Blüten quasi aufzeichnen kann. Blüte hier einfach, kleinen Kreis in der Mitte und dann so ganz ungleichmäßig 4 bis 5 solche Blütenblätter. Ungefähr so. Dann hier noch eine kleinere, die hier hinter so versteckt ist. Dafür auch einfach solche zittrigen Ovale im Prinzip, solche zittrigen Rundungen. Na, die müssen gar nicht ganz gerade sein. Hier kommt noch eine kleine Blüte hin. So. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Farn. Und ich fülle jetzt im Prinzip da, wo ich noch das Gefühl habe, hier könnte noch ein bisschen Blätter könnten hier noch hin. Die packe ich auch noch dazu. Ich zeichne hier mein Auge rein, indem ich hier eine Abrundung, also so einen Halbkreis, ein halb Oval zeichne und dann eine kleine Kuller rein. Ungefähr so. So, sogar ein bisschen flacher. Ne, der Wal, der hat so ein eher so müde Augen. Ungefähr so. Und hier an dem Maul gebe ich jetzt hier noch so eine kleine Ausbuchtung und zeichne im Prinzip hier auch nochmal so ein bisschen nach, um einfach darzustellen, dass das Maul noch so ein bisschen erhaben ist. Ungefähr so. Und kleine Striche um die Augen herum. Das deutet an, dass sie ein bisschen faltig ist. Zack, hier auch noch ein paar Striche. Und hier unten fangen wir dann an, ein bisschen zu schraffieren. Das machen wir einmal unter dem Maul. Und einfach, ich halte meinen Stift dafür einfach ein bisschen flacher und drücke aber auch nicht ganz so doll auf. Ungefähr so. Und lasse es dann so ausblenden im Prinzip. So. Ich drücke dann immer weniger auf, umso mehr ich dann nach unten zum Bauch komme. Auch am Bauch hier direkt noch ein bisschen Schraffur. Auch
die Blätter schraffiere ich hier ganz leicht. Und innen, also von diesem Punkt aus meiner Blüten, geht hier auch so eine ganz leichte Schraffur nach außen hin zu den Blütenblättern, um auch einfach noch ein bisschen Struktur reinzubekommen. So. Und dann kann ich hier nochmal nachgehen und nochmal mit so Strichen, bei denen ich ganz doll aufdrücke, damit man hier noch so ein bisschen Blütenstruktur sieht. So. Und ich zeichne hier den Strich, die Blattnarbe auch nochmal nach. So. An der Unterseite hat der Wal auch noch so Striche. Das ist einfach seine Struktur. Beziehungsweise der Wal hat im Prinzip so eine Struktur hier unter dem Maul, die wir mit so Strichen ganz einfach darstellen. Die sind nicht ganz durchgängig, sondern immer so ganz kurz und immer wieder versetzt mal kleinere oder mal kürzere, mal längere Striche. So. Und die gehen dann auch hier weiter unter dem Bauch. Da muss ich auch ein bisschen mehr aufdrücken, damit man die hier ganz gut auch noch durch die Schraffur sehen kann. So. Und auch hier ganz leicht, ganz kleine Striche noch an den Flossen. So. Damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich habe noch Walfreunde dazu geschrieben, denn ja, lettern kann man auch mit diesem weißen Pastellstift von Faber-Castell. Und hier, wie gesagt, wir haben einen Wal gezeichnet mit Blümchen als Flosse. Irgendwie sieht das auch ganz nett aus. Vielleicht konnte ich da jemanden auch inspirieren, so ein Motiv zu zeichnen, zu üben oder auch zum Verschenken. Wie gesagt, alles das gibt es in meiner neuen Zeichenmappe. Den Link dazu findet ihr in der Infobox und ansonsten wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!